Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Was ein Sonnenbrand ist, das weiß wahrscheinlich jeder. Aber was genau ein Sonnenstich und ein Hitzschlag ist und was beide voneinander unterscheidet, das wohl eher nicht. Am Ende des Videos wissen jedenfalls Sie ganz bestimmt mehr. Beim Sonnenbrand handelt es sich um eine Hautreaktion auf die UV-Strahlung des Sonnenlichts mit Rötung und Schmerz beim Sonnenbrand ersten Grades und mit Blasenbildung beim Sonnenbrand zweiten Grades. Vermeiden kann man den Sonnenbrand durch den Aufenthalt im Schatten und das Auftragen von Sonnenschutzmitteln auf die nicht bedeckbaren Körperteile. Säuglinge haben eine sehr dünne Haut und sind deshalb besonders sonnenbrandgefährdet und müssen ganz besonders vor der Sonne geschützt werden. Übrigens heißt Schutzfaktor 30, dass man sich eingecremt damit 30 Mal länger in der Sonne aufhalten darf als ohne, bis es zum Sonnenbrand kommt. Wichtig ist dabei der Hauttyp. Hellhäutige Menschen bekommen viel schneller einen Sonnenbrand als dunkelhäutige. Und wichtig ist auch, dass beim Baden die nicht wasserfesten Sonnenschutzmittel rasch an Wirkung verlieren und deshalb über den Tag häufiger aufgetragen werden müssen. Der Sonnenbrand heilt in der Regel von alleine ab. Anfangs sind beim häufigen normalen Grad 1 Sonnenbrand mit Rötung und Schmerz kühlende Umschläge und das Eincremen mit entsprechenden Gelen und Salben sinnvoll. Haben sich aber schon Blasen gebildet, lieber keine Gele auftragen. Die können nämlich ganz schön brennen, wenn die dünne Blasenhaut aufgeht oder schon aufgegangen ist. Da sind dann sterile, nicht klebende Wundauflagen besser und dann zur Schmerzstillung Coolpacks auf den Verband und wenn es allzu weh tut, auch Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol. Beim Sonnenstich handelt es sich um die Folge von zu viel Sonne und zwar nicht von der UV-Strahlung, sondern von der Wärmestrahlung der Sonne auf den Kopf, genauer auf die Meningen, also die Hirnhäute, die direkt unter der Schädeldecke liegen. Und bei Säuglingen und Kleinkindern ist die Schädeldecke deutlich dünner als beim Erwachsenen. Entsprechend schnell kann bei ihnen ein Sonnenstich passieren. Der zeigt sich, je nachdem wie stark er ausgeprägt ist, mit Kopfweh, Übelkeit, Erbrechen, Unruhe, Schwindel, beschleunigtem Puls, Tachykardie, beschleunigter Atemfrequenz, Tachypnoe, mit Meningismus, das bedeutet steifem Nacken, es tut sehr weh, wenn man den Kopf beugt, bis hin zur Bewusstseinsstörung. Die Körpertemperatur ist dabei meistens normal. Die Therapie besteht in dem sofortigen Entfernen aus der Sonne, also ab in den Schatten, und den Kopf kühlen mit feucht-kühlen, aber nicht eiskalten Umschlägen. Einen Sonnenstich vermeidet man am einfachsten durch konsequenten Sonnenschutz, am besten durch das Tragen eines Sonnenhutes oder den konsequenten Aufenthalt im Schatten. Der Hitzschlag ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. 10-20% der Hitzschlagpatienten sterben daran. Er ist die Ursache für den Hitzetod. Ihn gilt es also unbedingt zu vermeiden. Die Ursache für den Hitzschlag ist ein Hitzestau im Körper, der durch den längeren Aufenthalt oder auch durch körperliche Anstrengung in heißer Umgebung entsteht. Dabei kommt es zu einer Erhöhung der Körpertemperatur, mitbedingt durch die eingeschränkte Wärmeabgabe durch zu dicke Kleidung oder durch hohe Luftfeuchtigkeit. Denken Sie an eingeschlossene Kinder im Auto. Die Körpertemperatur steigt beim Hitzschlag über 40 Grad Celsius. Der Kopf fühlt sich heiß an. Die Gesichtshaut ist gerötet und trocken. Das Herz-Kreislauf-System ist überfordert. Es kommt zu beschleunigtem Puls- und Blutdruckabfall, also zum Schock. Und letztendlich kommt es auch zur Wassereinlagerung im Gehirn mit der Bildung vom lebensbedrohlichen Hirnödem, welches zu Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz und Bewusstlosigkeit führt, bis hin zu Krampfanfällen und Multiorganversagen. Der Hitzschlag mit drohender oder auch schon eingetretener Schocksymptomatik ist immer ein medizinischer Notfall und deshalb rufen Sie den Notarzt 112. Bis dieser kommt,
ist es sinnvoll, den Oberkörper eher hochzulegen, um den Hirndruck nicht noch unnötig zu erhöhen. Bei Kindern ist die häufigste Ursache für den Hitzschlag das Zurücklassen im Auto. Es reichen schon wenige Minuten bei entsprechenden Bedingungen, um das Kind in Lebensgefahr zu bringen. Deshalb meine Bitte, lassen Sie Ihre Kinder im Auto nie unbeaufsichtigt alleine zurück.